Bei Rachenkrebs liegt ein bösartiger Tumor im Rachen vor. Häufig bleibt Rachenkrebs aufgrund fehlender oder unspezifischer Symptome lange unbemerkt. Diese Symptome sind Anzeichen und sollten ärztlich abgeklärt werden. Erstens, geschwollene Halslymphknoten. Erstes Anzeichen bei Rachenkrebs sind oftmals geschwollene Lymphknoten im Halsbereich. Zweitens, Symptome bei Rachenkrebs im oberen Bereich. Ein Tumor im oberen Rachenbereich macht sich meist erst im fortgeschrittenen Stadium bemerkbar. Oft blockiert der Tumor die innere Nasenöffnung, was eine behinderte Nasenatmung und Nasenbluten verursachen kann. Ebenso sind wiederkehrende Mittelohrentzündungen oder Hörprobleme möglich. Drückt der Tumor auf die Hirnnerven, kann das zu Kopfschmerzen und Sehstörungen führen. Drittens, Beschwerden bei Rachenkrebs im mittleren Rachenbereich. Krebs im mittleren Rachenbereich zeigt sich oft früher und mit eindeutigeren Symptomen. Dazu zählen etwa Halsschmerzen, Heiserkeit, Schluckbeschwerden, Blutungen im Mundraum und Mundgeruch. Zudem ist eine Kieferklemme möglich, bei der Betroffene den Mund nicht mehr oder nur wenig öffnen können. Viertens, Rachenkrebs im unteren Rachenbereich. Ein Tumor im unteren Rachenbereich kann ebenso Halsschmerzen, Schluckbeschwerden und Heiserkeit verursachen. Darüber hinaus sind blutiger Speichel oder Auswurf und Atemnot möglich.